Herzlich willkommen zur Hobbythek. Heute bauen wir uns einen Eisenbahntunnel. Und das ist gar nicht schwer. Wir brauchen nur einen großen Bohrer. Ein dickes Loch. Nur ob ihr passt. Wenn du zu dicht unter der Oberfläche bohrst, wo schon Gleise liegen, verbiegen die Dinger schnell, wie hier in Rastatt. Und dann sind ganz viele Leute ganz schnell sauer. Dass man also ohne Plan B hier so ein riskantes neues Verfahren ausprobiert unter einer Schlagader des europäischen Schienenverkehrs, ist unverzeihlich. Wenn sowas passiert, am besten gleich nochmal in der Bauanleitung nachschlagen unter zu flach gebohrt, was nun? Wenn das nicht hilft, kann man auch mal den Nachbarn fragen, ob die eine gute Idee haben. Aber dann sollte man ganz schnell evakuieren, bevor das Haus auch ins Tunnelloch plumpst. Man sollte innerhalb einer Stunde alles zusammenräumen, das Notwendigste. Und dann sollte man dann rausgehen. So, und bevor der ganze Schmodder unter der Gleise zusammenbricht, pumpt man am besten 10.500 Kubikmeter Beton in den Tunnel. Mit Schmackes, hat die Bahn in Rastatt auch gemacht. Ist zwar schade um den gerade gebohrten Tunnel und die teure Tunnelbohrmaschine, aber ja, muss man später eben nochmal bohren. Im Zuge im Endeffekt der Verfüllung wird dann auch der Bereich bis zu der Tunnelbohrmaschine im Endeffekt verfüllt werden, sodass die Tunnelbohrmaschine danach wahrscheinlich gar nicht mehr in Betrieb genommen werden wird. Sprich, die Maschine wird damit aufgegeben. Gut, der üsselige Tunnelbohrer hat zwar 18 Millionen Euro gekostet, aber doof geschissen, liebe Leute. Wichtig ist nur, man hat erstmal einen Plan und weiß, was man tut. Wie die Leute von der Bahn. Wie wir dann im Genauen weitermachen, liegt jetzt noch gar nicht klar. Ja, leck mich in den Tisch. Was lernen wir draus? Wenn du einen Tunnel baust, brauchst du einen unterirdischen Plan.